Hallo liebe Freunde der ungepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Hellraiser und herzlich willkommen zu einem weiteren Modding-Tutorial. Wir verbauen heute Silos, Verkaufsstellen und benötigte Mods. Da habe ich mir schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe eine neue Schütte gebaut, eine neue Plane dazu und ich habe im Singleplayer-Spielstand schon eine Scheune platziert bzw. eine Barn. Die suchen wir uns jetzt mal raus. Alles, was im Mod-Hub ist, habe ich zum Beispiel hier nochmal in den Placeables gekennzeichnet. Ihr seht, weicht dann alles ein bisschen ab. Wir brauchen den Mod-Ordner, das Building-Paket und die Big Bomb. Das heißt, wir gehen jetzt mal zu unseren Mods. Da haben wir das. Ich habe es mal extra hinterlegt, damit wir es jetzt schön platzieren können. Zurück, suchen uns Big Barn, platzieren die erstmal auf die Karte. Im Singleplayer-Spielstand habe ich abgespeichert, nachdem ich das Gebäude platziert habe und habe mir dann einfach bloß die Placeable rausgezogen und werde sie dann jetzt erstmal importieren, um zu schauen, ob alles korrekt ist. Können wir Shift und V drücken bei den Werten und Zauberei 2-3. Alles ist da, wo es sein soll. Jetzt möchte ich hier ein Silo integrieren und eine Verkaufsstelle. Dafür müssen wir uns als nächstes dann die Verkaufsstelle vorbereiten. Jetzt verankern wir aber erstmal dieses Placeable in unserer Karte und zwar als Dependencies wird das benannt. Das tragt ihr einfach ein. Seht hier unten einen Schrägstrich. Und die ZIP-Datei mit dem Namen kopiert ihr euch dann einfach in die Moddesk, lasst sie von Dependency einklammern und dann ist das Gebäude mit eurer Karte verankert. Ja, das haben wir jetzt schon drin, sofern das Gebäude alles hat, was ModHub natürlich Standard ist. Haben wir unsere verschiedenen Areale hier auch eingetragen. Das können wir nochmal schauen. Die Big Barn machen wir mal auf. Wir haben das Placement, Clear Areas, die Leveling Areas, Indoor, Tip Occlusion und AI Update Areas. Animated Object ist klar. Ansonsten alles drin. Da ihr das Ganze jetzt selbst platziert habt, sind einige Areale jetzt nicht mehr notwendig, wie zum Beispiel die Level Area. Die könnten wir jetzt ausklammern, weil wir die Höhe und Breite vom Terrain ja sowieso durch unsere Karte erstellen lassen und der Ground Type ist quasi auch ausgeklammert, weil wir ja selber einen Boden leer gemalt haben. Indoor Areas bleiben, weil die sind für den Schnee verantwortlich. So, dann werden wir uns jetzt eine Verkaufsstelle vorbereiten. Dafür gehen wir ins Hauptspiel. Placeables. Und dann müssten wir hier bei... Nee, das sind die Selling Points. Hier ist die Selling Station Generic. Genau. Müsste rein theoretisch komplett sein, genau. Die holen wir uns jetzt einfach in unsere Karte rein. Hier ist alles vorhanden, sogar eine Plane, ein Trigger, AI-Nodes und der Unload-Trigger. So, wir brauchen bloß die drei Sachen kopieren. Gehen in unsere Karte. Auf die Placeables. Und hämmern die erstmal hier rein. So würde ich das übrigens auch mit Konvertieren machen. Mittlerweile auch bei, ich sag mal, vorhandenen Sachen ist es immer besser, die XML aus dem 22er zu nehmen, anstatt die aus dem 19er, weil es können auch dort Fehler drin sein. Egal ob ModHub oder privat. Macht sich einfach besser. So, das Gate haben wir drin. Jetzt platzieren wir das uns einfach mal.
drehen das um 90 Grad. Aktivieren mal unseren Unload-Trigger. Mal den auch sehen. Schieb mir das Ganze immer so ein bisschen halb runter. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, nur den Unload-Trigger mit rausnehmen. Dann spart ihr euch ein bisschen das Visuelle, aber bedenkt, sagt, das hängt ein Stückchen tiefer als das. Das können wir eigentlich mal machen. Also wir schneiden uns den Unload-Trigger aus. Gehen jetzt nochmal. Hier fügen wir ihn nicht ein. Außerhalb des Placeables. Nehmen uns von hier die Werte. Und fügen hier ein. Hier nochmal um 90 Grad. So hättet ihr dann zum Beispiel eure Verkaufsstelle ohne Zusätze. Dann gehen wir in die Placeables. Gesetzt dem Fall, ihr habt schon Verkaufsstellen drin. Könnt ihr die kopieren. Machen wir jetzt einfach mal. Dann benennen wir gleich um. Mit Shift und C kopieren wir uns alle drei Werte. STRG und V fügen wir sie wieder ein. 0, 90, 0 bleibt. Und jetzt haben wir den Vorteil, ihr braucht keine Areale mehr. Ihr habt das Haus quasi oder die Scheune außenrum. Im Grundsatz könnt ihr jetzt den Unload-Trigger einzeln exportieren, wenn ihr nichts anderes mehr haben wollt. AI-Spline solltet ihr noch mitnehmen, ansonsten Areale braucht ihr eigentlich nicht mehr. Das können wir so noch nicht machen. Wir löschen das mal raus. Werte haben wir uns eingetragen. Selling Station Eicho haben wir benannt. Jetzt suchen wir uns unsere Store-Items. Und die Verkaufsstellen. Fügen eine neue hinzu. Die können wir uns gleich aus den Placeables nehmen. Mal Copy-Paste ist immer ein bisschen besser als Neuschreiben. So vermeidet ihr dann persönlich auch Rechtschreibfehler. Und dann können wir das schon erstmal speichern. Jetzt haben wir ja die Selling Station gleich umbenannt. Das sollten wir ja natürlich hier auch tun. Jetzt müssen wir es wiederfinden. Genau. Und da wir jetzt quasi die Verkaufsstation in unsere eigene Karte integriert haben, löschen wir das Data hier raus. Löschen das Selling Station Generic auch raus. Überprüfen nochmal den Pfad, den habt ihr hier oben. Placeables, Selling Station. Placeable, Selling Station Generic, I3D. Hier könnt ihr noch ein bisschen die Werte anpassen. Das werde ich im Nachgang tun, weil die einfache Verkaufsstation soll von der Preisskala her noch ein Stückchen runtergehen. Wir können uns auch die Animated Objects anpassen, wenn wir dort alles rausnehmen.
gesetzt den Fall. Wir machen die mal auf. Haben wir hier die Cap zum Beispiel. Die ist jetzt gerade als Animated Object eingetragen. Node 01. Werte dazu will ich zum Beispiel nicht drin haben. Aus, löschen. Denkt dran, wenn ihr hier irgendwas zwischendrin löscht, dann habt ihr auch im Nachgang eine Verschiebung. Das heißt, wir ziehen uns jetzt mal Transform Group rein. Nennen die einfach Dummy TG. Schieben die jetzt mal hoch. Ihr seht, die Nodes verschieben sich dann. War ja vorher 01, jetzt ist er 02. Also löschen wir App jetzt raus. Und jetzt habt ihr halt eine Verkaufsstation ohne Klappe, ohne Animation. Und die löschen wir natürlich auch hier raus aus dem E3D Mapping. Rest sollte bleiben, weil nach 02 haben wir nichts verändert. Ja, Player Trigger 02, I3D Mapping passt, können wir abspeichern. Genauso läuft das auch bei Silos ab. Ihr könnt euch ein Silo in die Karte laden oder Kuhstelle oder sonst irgendwas. Nehmt die visuellen Sachen raus. Wenn ihr, wie gesagt, ein Placeable schon platziert habt, dann könnt ihr die Daten auch von hier übernehmen. Das macht nichts. Wichtig ist, alles, was ihr platziert habt, wieder rausnehmen. Oder ihr macht es bei... Jetzt finde ich es wieder nicht. Danach suche ich jedes Mal. Es gibt irgendwo einen Punkt für die Placeholders. Genau, bei Construction Building Placeholders. Da kann man seine Placeables drin lassen, die werden dann beim Spiel laden deaktiviert, zumindest hier drin. Empfehle ich persönlich aber keinem, weil ich habe da auch schon gemerkt, wenn ein Placeable nicht korrekt gebaut ist, kann es passieren, dass man sich die Karte richtig zerlegt. Das merkt man daran. Wir löschen das jetzt mal raus. Und auf die Map. Dass ihr die Shapes von der Map unaufhörlich vergrößert. Das heißt, mit jedem Mal abspeichern, wird sie größer und größer und größer. Das soll zwar auch der Fall sein, weil ihr baut ja auch jedes Mal was rein, aber ihr habt dann den Fakt, dass es sich fast verdoppelt. Also ich hatte eine Shapes schon, die war 385 Kilobits groß. Das soll sie ja nicht sein. So, Karte haben wir abgespeichert. Jetzt gehen wir nochmal alles durch. Wir haben die Placeables eingetragen. Wir haben in der Moddesk das Gebäudepaket verankert. Wir haben in den Store-Items die Selling Station verankert. Und haben in der Selling Station die I3D verankert. Beschriftung könnt ihr dann hier noch ändern. Store-Item bzw. Bilder bleibt ja dann euch überlassen. Denkt dran, die Pfade anzupassen. Und bevor wir packen, nehmen wir noch die Load Type Cage und die Terrain Nmap Cage raus. Wir können auch die Zip jetzt so einfügen. Im gesetzten Fall, wir haben jetzt alles richtig gemacht, ist nach dem Counterladen die Selling Station drin und wir können dort verkaufen. Das gucken wir uns aber gleich nochmal an. Karte packen dauert ein bisschen. Ich hoffe, das war jetzt alles verständlich erklärt. Alles so ein bisschen kreuz und quer, wenn man das so mit mehreren Sachen versucht. Wie gesagt, Silos ist genau dasselbe. Platziert euch eure Load-Trigger, Unload-Trigger da, wo ihr sie haben wollt. Ihr könnt auch dann ein extra Rohrsystem bauen, wenn ihr jetzt sagt, okay, die Silos sind mir zu groß. Das Problem habe ich nämlich. Wie gesagt, ich möchte auf der anderen Seite ein Silo verbauen.
Und da habe ich noch nichts Passendes gefunden. Das heißt, im Endeffekt bleibt nur selber bauen. So, wir lassen die Karte jetzt ein bisschen laden. Über die Taste links, eben der 1. Naja, alte Fahrzeuge. Nichts, was mit der Map zu tun hat. Könnt ihr euch die Lok anzeigen? Das Gras aus der US-Karte. Vielleicht haben wir ja sogar einen Fehler mit drin. Wäre ja nicht schlecht, dann könnten wir gleich so ein bisschen Fehlerkorrektur machen, wenn irgendwas verrutscht, aber wir sollten eigentlich an alles gedacht haben. Oder auch nicht? Über Bild auf und Bild ab. Könnt ihr dann in der Log scrollen? Filling Station, Missing AI Update Areas. Die sind die jetzt nicht. Schlittern wir mal hier hin. Da ist eure Verkaufsstation. Wie gesagt, jetzt haben wir hier dieses Gitter noch mit drin. Das könnt ihr euch ausklammern oder ihr nehmt es halt zum Verladen. Je nachdem, wie ihr das wollt. Selbes Prinzip wie bei Silos. Schauen wir nochmal rein. Anschauen. Hier ist keine Update Area drin. Uns die mal auf. Eingetragen sind sie. Das gelöscht habe ich so auch nicht. Von hier. Da könnten wir auch gleich das i3D-Mapping schreiben dafür, oder? So viele Sachen hier in einem. Da wird die Beschreibung gar nicht ausreichen. So, das 11 für den Start. Und fürs End ist es die 11. So witzig. Aber na gut, jetzt haben wir alles eingetragen. Fehlermeldung sollte auch weg sein. Die 3D-Mapping könnte damit überprüfen, dass er hier nochmal schaut. Supply Grain. Haben wir nicht. Tipp-O-Clue. Teleport Node.
Das Blind haben wir nicht drin. Können wir also getrost auslöschen. So, Placeable verbaut, verankert. Sollte funktionieren. Das war's von meiner Seite aus. Ich bin wieder raus. Euer Hellraiser.